Hallöchen, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer Strickprojekt beenden könnt, das heißt, wie man Maschen abkettet. Wir beginnen mit den rechten Maschen. Dazu legt ihr den Faden hinter die Nadel und strickt ganz normal eine rechte Masche. Die gestrickte Masche schiebt ihr nun wieder zurück auf die linke Nadel zu den noch ungestrickten Maschen. Nun strickt ihr zwei Maschen recht zusammen. Die, die ihr gerade wieder zurückgeschoben habt, und eine noch ungestrickte Masche. Die dabei entstehende Masche schiebt ihr auch wieder zurück auf die linke Nadel und strickt wieder die nächsten beiden Maschen rechts zusammen. Das wiederholt ihr so oft, bis ihr alle Maschen gestrickt habt. Fertig seid, schneidet ihr den Faden einfach ab und zieht ihn durch die Masche durch. Bei den linken Maschen ist das Prinzip das gleiche. Hier müsst ihr darauf achten, dass der Faden immer vor der Nadel liegt, da ihr linke Maschen strickt. Die erste Masche strickt ihr also ganz normal links. Schiebt dann die dabei entstandene Masche wieder zurück auf die linke Nadel und strickt dann die nächsten beiden Maschen links zusammen. Die dabei entstehende Masche schiebt ihr auch wieder zurück auf die linke Nadel und strickt wieder zwei Maschen links zusammen. Wiederholt das, bis ihr alle Maschen gestrickt habt und dann seid ihr fertig. Möchte ich euch zeigen, wie man ein Rippenmuster abkettet. Ein Rippenmuster besteht aus abwechselnden rechten und linken Maschen. Mein Muster besteht aus jeweils zwei rechten und zwei linken Maschen. Da mein Muster mit zwei rechten Maschen beginnt, muss bei mir zuerst der Faden hinter der Nadel liegen und ich beginne mit einer rechten Masche. Da auch die nächste Masche eine rechte Masche sein wird, bleibt bei mir der Faden hinter der Nadel und ich schiebe ganz normal die gestrickte Masche wieder zurück auf die linke Nadel und stricke zwei Maschen rechts zusammen. Da die nächste Masche eine linke Masche sein wird, lege ich den Faden vor die Nadel und schiebe dann die Masche wieder zurück auf die linke Nadel. Die nächsten beiden Maschen werden dann links zusammengestrickt. Schaut immer, ob die nächste ungestrickte Masche eine rechte oder eine linke Masche ist, damit ihr wisst, ob ihr den Faden vor oder hinter die Nadel legen müsst. Die nächste Masche ist wieder eine linke Masche, dahin.